Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer heutigen Pressekonferenz mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Frau Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Harald Mahrer. Herr Bundeskanzler, bitteschön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie heute gemeinsam mit Elisabeth Köstinger und Harald Mahrer zu diesem Pressetermin begrüßen darf. Es ist ein guter Pressetermin mit einer guten Nachricht, nämlich wir können den Tourismus in Österreich schrittweise wieder hochfahren. Wir können die Beherbergung, den Tourismus, die Hotellerie mit Ende Mai in Österreich öffnen. Und das ist wichtig für uns als Republik, weil der Tourismus und die Freizeitwirtschaft 15% von unserem BIP ausmachen, weil zahlreiche Arbeitsplätze in unserem Land an dieser Branche hängen. Es ist aber auch wichtig für uns in Österreich, weil der Tourismus, die Gastfreundschaft, die Gastfreundlichkeit, ja, das ist ein Stück weit Teil unserer österreichischen Identität. Das gehört zu Österreich dazu und dafür werden wir auch in der ganzen Welt gesehen und geschätzt. Die Ausbreitung des Coronavirus ist eine gesundheitliche und wirtschaftliche Herausforderung für die ganze Welt und sie trifft die ganze Wirtschaft natürlich in voller Härte und Breite, aber sie trifft einige Branchen ganz besonders. Und alles, was mit Internationalität, mit Reise, mit Tourismus, mit Gastronomie zu tun hat, ist da natürlich ganz besonders hart betroffen. Und weil das so ist, ist es eine ganz besonders frohe Nachricht, dass wir die Ansteckungszahlen in Österreich auf ein niedriges Niveau senken konnten und daher auch in diesen Branchen jetzt schneller wieder hochfahren können als andere Länder. Wir haben immer gesagt, unser Ziel muss es sein, die Ansteckungsraten schnell nach unten zu bringen und wenn das gelingt, dann aber auch möglichst schnell die Wirtschaft wieder hochfahren, die Grenzen öffnen, Wirtschaften möglich machen und so Arbeitsplätze in unserem Land sichern. Alles natürlich mit den notwendigen Sicherheitsregeln, alles natürlich behutsam, schrittweise, vorsichtig, aber trotzdem, weil es wichtig ist für die Arbeitsplätze in unserem Land. Ich bin froh, dass wir in diesem Sommer den österreichischen Gästen, aber auch Gästen aus anderen sicheren Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ermöglichen werden können, dass sie ein Maximum an Sicherheit und gleichzeitig ein Maximum an Freude im Urlaub erleben werden können. Balthasar Hauser, ein ganz herausragender österreichischer Tourismusunternehmer, hat gesagt, das Ziel muss sein, sich wohlzufühlen und sicher zu sein. Und genau das wollen wir garantieren. Mit einem guten Sicherheitskonzept, wo ich auch ganz herzlich Harald Mahrer danken möchte für die gute Zusammenarbeit mit Elli Köstinger, mit dem Gesundheitsministerium, mit uns im Bundeskanzleramt. Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich, um hohe Testkapazitäten zu haben und möglichst viel und möglichst regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, zu testen, damit wir verhindern, dass die im Fall der Ansteckung Multispreader werden und das Virus weiter verbreiten. Harald Mahrer wird dazu noch im Detail eingehen. Es ist ein herausragendes Konzept, es ist ein ambitioniertes Konzept, aber es bringt uns in die glückliche Situation, dass man in Österreich als Österreicher, aber auch als Gast aus dem Ausland so sicher Urlaub machen wird können, wie sonst kaum in einem anderen Land der Welt. Und zum Zweiten gilt es natürlich auch, entsprechend Werbung zu machen. Und da ein großes Danke an Elli Köstinger, die Wirtschaftskammer, die Österreich-Werbung für das Vorbereiten einer intensiven Kampagne, damit die Menschen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in anderen sicheren Ländern darauf hingewiesen werden, dass Urlaub in Österreich sicher, aber gleichzeitig auch schön möglich sein wird. Der Tourismus ist für uns ein wichtiger Wirtschaftszweig. Wir werden alles tun, damit wir unsere Gesundheit nicht gefährden, damit die Ansteckungszahlen weiter gering bleiben. Wir werden keinesfalls unsere Grenzen für Länder öffnen, die die Situation noch nicht unter Kontrolle haben. Wir wollen aber auf der anderen Seite natürlich die Arbeitsplätze
in unserem Land, die am Tourismus hängen, sichern. Wir wollen, dass die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit haben, einen schönen, wohlverdienten Urlaub auch in unserem wunderschönen Land zu verbringen. Und wir sind natürlich auch froh über Gäste aus Deutschland und anderen Ländern, die zu uns kommen, die unsere Wirtschaft ankurbeln, die Arbeitsplätze in unserem Land sichern und gleichzeitig aus Ländern kommen, wo die Situation ebenso unter Kontrolle ist und daher keine Gefahr für uns darstellen. Danke an Elisabeth Köstinger, Harald Mahrer, aber natürlich auch in Abwesenheit an den Gesundheitsminister, der hier auch eingebunden war, für die gute Zusammenarbeit. Es ist eine herausfordernde Zeit, aber dieser Zeit muss man mit Optimismus begegnen. Wir müssen unser Land wirtschaftlich wieder hochfahren und da gehört die wichtige Sparte des Tourismus dazu. Daher freue ich mich jetzt auf die Ausführungen von Harald Mahrer und Elisabeth Köstinger. Danke, Herr Bundeskanzler. Frau Tourismusministerin, bitte. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Wir haben den heutigen Vormittag genutzt, um eine Online-Konferenz speziell mit Tourismusbetrieben, mit Unternehmern, mit Hoteliers, mit Privatzimmervermietern, mit Urlaub am Bauernhofbetriebe uns auszutauschen. Wir haben ja Anfang der Woche entsprechend die Maßnahmen vorgestellt, die es für dieses Wiederhochfahren und das Starten auch unserer Beherbergung in Österreich brauchen wird. Mit 29. Mai wird es wieder möglich sein, in Österreich entsprechend auch Urlaub zu machen, entsprechend auch im Land unterwegs zu sein. Das ist das Datum, wo neben unseren Hotels entsprechend auch die Freizeitbetriebe, die Möglichkeiten, Ausflugsmöglichkeiten und dergleichen öffnen werden. Und wir wissen natürlich, dass dieser Beginn zu Anfang natürlich auch ein Softstart sein wird, nachdem Grenzen ja nach wie vor geschlossen sind. Aber es bietet natürlich auch für viele eine gute Möglichkeit, dieses Spannungsfeld zwischen Gesundheit auf der einen Seite, Sicherheit auf der anderen Seite eben entsprechend auch im Betrieb zu testen. Der Kampf gegen das Coronavirus und das Eindämmen des Coronavirus muss nach wie vor unser größtes Ziel sein. Und wir haben wirklich versucht, mit einfachen, praktikablen Maßnahmen entsprechend auch zum Schutz der Gäste und zum Schutz der Mitarbeiter dieses wieder hochstarten und entsprechend auch das Aufsperren wieder möglich zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich auch die gute Nachricht, einem Urlaub in Österreich steht nichts mehr im Wege. Wir können entsprechend uns auch schon wieder darauf freuen, das Land zu bereisen, das Land zu entdecken und vor allem eben auch Erholung zu suchen und zu finden. Was natürlich für uns ganz entscheidend ist, ist die Frage der Grenzöffnungen. Da ist es uns in einem ersten Schritt gelungen, entsprechend mit Deutschland auch eine Einigung zu erzielen, dass jetzt stufenweise eine Grenzöffnung möglich sein wird. Für uns ist es immer wichtig, dass Grenzen nur dann geöffnet werden, wenn es zu Ländern passiert, die ähnlich gute Verläufe der Infektionskurven haben, wo die Infektionszahlen entsprechend niedrig sind. Nur dann kommt es für uns überhaupt in Frage, dass wir entsprechend hier Grenzöffnungen möglich machen. Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen mit Tschechien, auch mit der Schweiz und natürlich auch mit anderen Nachbarstaaten Österreichs, die, wie gesagt, ähnlich gut das Virus derzeitig im Griff haben. Die Tourismusbranche, die tausenden Betriebe und vor allem aber auch die hunderttausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen jetzt aber Unterstützung, damit eben dieses Starten gelingen kann. Der ORF startet heute mit einem Sendungsformat Sommer in Österreich, Urlaub in Rot-Weiß-Rot mit Marcel Hirscher. Und wir sind gemeinsam mit der Österreich-Werbung, den neuen Landesorganisationen, den Tourismusregionen in den letzten Wochen intensiv daran gesessen, eine Kampagne zu starten, die auf der einen Seite Urlaub in Österreich bewirbt, die vor allem eben auch Lust auf Urlaub in Österreich schafft. Auf dich wartet ein guter Sommer, wird das Motto der Kampagne der Österreich-Werbung sein. Der Tourismus, also für uns ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier entsprechend auch Möglichkeiten schaffen im Inland, aber natürlich entsprechend auf jene Märkte zu gehen, wo auch eine Perspektive bereits besteht. Das wird ab Juni entsprechend vor allem in Deutschland starten. Und wenn wir entsprechend weitere Grenzöffnungen zustande bringen, werden wir natürlich auch in anderen Partnerländern die Kampagne ausrollen.
Urlaub in Österreich wird ein zusätzliches Budget von rund 40 Millionen Euro erhalten. Die Österreich-Werbung plant, hier vor allem in die Inlandskampagne online zu gehen und entsprechend auch die bewährten Kampagnenmethoden im Ausland zu benutzen. Wie gesagt, immer entsprechend in Länder, wo Grenzen aufgehen, wo es Urlaubern auch möglich sein wird, dann nach Österreich zu kommen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, dass vor allem der Tourismus, die Freizeitwirtschaft, die Reisebüros, die Busunternehmen, die Fremdenführer, die Branchen sind, die Bereiche sind, die von der Corona-Krise am härtesten betroffen sind, die jetzt auch mit Maßnahmen leben müssen, die ihr eigenes Geschäftsmodell, das sie über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, so oft nicht möglich machen, weil wir durchaus Abstand brauchen, weil wir in vielen Bereichen Distanz brauchen, wo wir es aber eigentlich gewohnt sind, vor allem in Österreich, sehr gemütlich und sehr nah beieinander zu sein. Deswegen wird es für uns entsprechend wichtig sein, neben dem Abstand eben auch die Herzlichkeit zu ermöglichen und die Gastfreundschaft und das sichere Urlaubserlebnis an oberster Stelle zu stellen. Wir werden von Seiten der Bundesregierung alles tun, damit Urlaub in Österreich möglich ist, damit Urlaub in Österreich sicher ist, damit sich unsere Gäste entsprechend wohlfühlen, dass sie sich gut erholt einfach dann auch wieder nach Hause begeben können. Und jeder, der jetzt Urlaub plant, sollte überlegen, das in Österreich zu tun und noch Möglichkeit, vor allem auch in einem heimischen Reisebüro buchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Präsident, bitteschön. Schönen Mittag auch von meiner Seite. Wir hatten eine wirklich sehr gute virtuelle Konferenz mit den Hoteliervertreterinnen und Hoteliersvertretern, den Vertretern der Privatzimmervermieter und Angebote für Urlaub am Bauernhof. Man sieht dann schon, wie breit unser touristisches Spektrum in Österreich ist. Nicht nur für Gäste aus Österreich, sondern für sehr viele Gäste auch aus der ganzen Welt, die im Sommer, im Winter, aber natürlich auch über das ganze Jahr hinweg Österreich als Tourismusstandort besonders schätzen. Und das ist für die österreichische Wirtschaft in Summe auch wichtig, weil es natürlich nicht nur die Betriebe in dem Kernbereich sind, die ich gerade angesprochen habe, sondern sehr viele, die mit diesen Kernbereichen verbunden sind. Egal, ob das die Reisebüros sind, die Gäste natürlich organisieren, die Busunternehmer, die sie transportieren, ob das Fremdenführer sind, ob das Ticketbüros sind, aber auch viele Zulieferer. Die Bäcker, die Fleischer und die Floristen und viele, viele andere, die Dienstleistungen anbieten, die im Tourismus am Ende des Tages ja dann gebraucht und konsumiert werden. Also Sie sehen, hängt alles zusammen, daher ist es für uns auch so wichtig, gemeinsam für den Tourismus die richtigen Akzente jetzt zu setzen und mutigen Schritte, dass zwei Dinge miteinander verbunden werden kann. Der Herr Bundeskanzler hat den Balthasar Hauser zitiert, den wir in einer Hotelierskonferenz vor zwei Wochen gemeinsam gehört haben, wie gesagt hat, ja, diese beiden Elemente sind so wichtig, wohlfühlen, und dafür steht Österreich, aber auch sicher sein. Und dieses Sichersein ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, dass Österreich die Nase vorne hat, vor anderen Ländern, wenn jetzt Schritt für Schritt Grenzen wieder aufgehen, wenn Reisen wieder möglich ist, dass sich dann die Gäste auch aus aller Welt überlegen, wohin möchte ich denn? Es geht um eine Wahlentscheidung und die wird in den zukünftigen Wochen und Monaten durch die Frage der Sicherheit mit beeinflusst werden. Und wir haben da einen Ruf zu verteidigen und in einem Ranking auch den Platz 1 zu verteidigen. Das World Economic Forum veröffentlicht regelmäßig einen eigenen Bericht Tourismus und Wettbewerb. Und zum Thema Gesundheit und Hygiene hat Österreich im Jahr 2019 den ersten Platz in der Kategorie gemacht. Wir haben da einen Ruf zu verteidigen und wir wollen diese Position halten. Und damit das notwendig ist, war es in den letzten Wochen wichtig, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Tourismusressort, dankenswerterweise auch der Unterstützung des Bundeskanzleramts und unseren Branchenvertretern, Kriterien festzulegen, die für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für alle Partner in der Tourismuswirtschaft ein sicheres gemeinsames Miteinander ermöglichen. Das hat in der Gastronomie jetzt die ersten Tage gut funktioniert. Da gelten klare Regeln, es gilt aber auch die Eigenverantwortung dort und das wird auch ab dem 29. Mai, da bin ich mir sicher, auch bei den Beherbergungsbetrieben gut funktionieren. Das sind praxisnahe, realistische Regeln. Sie sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch einschränkend, das verlangt die jetzige Situation, aber sie ermöglicht uns allen, den Gästen eine sichere Umgebung zu geben und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Betrieben dort. Und weil das Stichwort bei den Gästen so wichtig sein wird, ich vergleiche da im internationalen Bereich, haben wir noch ein Zusatzprojekt initiiert und ich glaube, das ist da ganz entscheidend, ein Projekt, bei dem wir auch die Nase vorn haben wollen global, nämlich den Versuch zu unternehmen, eine Infrastruktur aufzubauen, in dem wöchentlich möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Hotellerie durchgetestet werden. Das gibt Sicherheit.
Das ist gar nicht so einfach auf die Beine zu stellen, das ist ein durchaus logistisch ordentlicher Aufwand. Dazu braucht es natürlich die privaten Laborkapazitäten mit den notwendigen Maschinen und Reagenzien, dass das möglich ist. Ziel ist es, mit Anfang Juli, also mit Anfang der Hochsommersaison, möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben dort die Möglichkeit zu geben, sich durchtesten zu lassen. Wir werden mit dem Start 29.05. mit der nächsten Woche in ausgewählten Projektregionen starten, um zu sehen, wie geht das auch, den Bereich auch zu lernen. Aber das wird dann wirklich mit Beginn Juli, mit Beginn Hochsommer das flächendeckend anbieten können. Wir sind, wenn man so will, nur der Geburtshelfer für dieses Projekt, gemeinsam mit dem Tourismusressort. Es ist ein privates Konsortium, das sich da bildet. Diese Labors und die sie unterstützenden Partner bieten das den jeweiligen Bundesländern an, über die Tourismusregionen dort, diese Dienstleistungen. Wir halten das für sehr, sehr gut und ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass der Bund die Kosten dafür übernehmen wird. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und ist eines der besten Investments, die die Republik in Wirklichkeit für den Tourismusstandort machen kann. Wir machen damit das gesamte Land im Tourismus sicherer und das wird ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Vielleicht vier Punkte, die dieses Gesamtprojekt umfasst. Das Testen ist irgendwie logisch, also die Abstrichabnahme, der Transport zu den Labors, die Labors testen, dann gibt es eine Befundung. Eine zweite eigene Komponente in dem Projekt ist natürlich die Kontaktnachverfolgung. Sie wissen, wenn ein Fall positiv ist, ist das wichtig, dass man die Kontakte nachverfolgen kann, um dann die notwendigen Schritte setzen zu können, damit die Infektionskette schnell unterbrochen werden kann. Eine eigene Komponente wird Bestandteil sein, die Isolierung halt der betroffenen Personen und dann der Weiterbetrieb der Häuser, weil das ist natürlich unser großes Interesse, dass die Tourismusbetriebe dann möglichst schnell wieder auch weiter betrieben werden können im Normalbetrieb. Und der letzte Punkt ist ein eigenes Paket, das ich für sehr wichtig erachte, nämlich Vorbeugung und Prävention, alles, was man tun kann, damit es erst gar nicht zu einer Ansteckung kommt. Und wenn Sie so wollen, ist das ein abgerundetes Paket, das ich extrem begrüße. Dazu werden die Details in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr konkretisiert, wenn man mit den ersten Pilotregionen, die dann feststehen werden nächste Woche, auch in die Umsetzung geht, um dann, und das ist unsere Rolle dort als Wirtschaftskammer, über unseren Fachverband der Hotellerie auch die Betriebe alle informiert und rechtzeitig vor dem Sommer einbinden kann. Wir haben also, wenn Sie wollen, ein gemeinsames Ziel: Österreich, das gastfreundlichste Land, das sicherste Tourismusland. Das schaffen wir, indem wir dazu unser Bestes geben und auch da global die Nase vorne haben. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Bitte schön. Ich hätte gleich vier Fragen. Ich stelle manche stellvertretend. Ich hoffe, Sie können mich hören. Fürs Radio, für den Kollegen Peter Daser möchte ich die Fragen stellen. Es soll wieder Urlauber nach Österreich kommen. Aber wie geht es jetzt konkret mit den Grenzöffnungen oder den Grenzkontrollen weiter? In Deutschland gibt es eine Einigung zwischen Regierung und Lufthansa mit einem Rettungsplan. Wie geht es hier mit der Auer weiter? An Sie bitte, wie ist der Status bei Laudamotion? Da läuft am Nachmittag die Frist für den Kollektivvertrag ab. Und Wirtschaftskammerseite hat ja schon zugestimmt. Gewerkschaft sagt, da geht es um Löhne, von denen man nicht leben kann. Wie kann da eine Lösung aussehen? Und dann würde ich noch gern wissen, die Hoteliers stöhnen ja mitunter und sagen, es ist nicht rentabel aufzusperren. Die Auflagen der Banken sind so stark aus Brüssel, so rigide, so streng, sie können sich nicht bewegen. Was werden Sie da noch tun? Ich starte mal mit der ersten Frage, nämlich nach den Grenzen. Wir sind in einem guten Kontakt mit all unseren Nachbarn. Wir haben mit einigen schon Lösungen gefunden. Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, da werden die Grenzen vollständig mit 15. Juni geöffnet, weil die Sicherheitssituation das hergibt. Mit unseren osteuropäischen Nachbarn sind wir auch im Kontakt. Da bin ich optimistisch, dass wir nächste Woche eine Lösung zustande bringen werden. Süden, Italien, Slowenien ist etwas heikler. Auch hier sind wir in Kontakt und bewerten natürlich laufend die Entwicklung der Ansteckungszahlen und je nachdem, wie sich die entwickeln, werden wir da auch Entscheidungen treffen können. Zu den Austrian Airlines bzw. zu Lufthansa gibt es einen gut aufgesetzten Verhandlungsprozess mit der Lufthansa. Wir haben zwei klare Interessen als Republik Österreich. Das ist zum einen der Standort, der Betrieb der Fluglinie in Österreich, insbesondere das Drehkreuz Wien, und zum Zweiten sind es die österreichischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Und je nachdem, welches Verhandlungsergebnis wir erzielen können, wird es dann am Ende des Tages ausreichen, um hier auch Steuergeld in die Hand zu nehmen oder eben nicht. Also zur Frage, ob die Hotels jetzt am 29. aufsperren. Wir haben jetzt ja vor allem durch die Gastronomieöffnung etwas an Erfahrung. Die Bilanz ist durchaus auch durchwachsen. Also wir haben Betriebe, die sich sehr darüber freuen, dass sie eine große Auslastung haben. Die haben oft auch einen sehr hohen Anteil an Stammgästen. Also das funktioniert relativ gut. Wir haben einige Standorte, die natürlich auch sehr intensiv von Tourismus leben. Und dadurch, dass die Grenzen nach wie vor geschlossen sind, ist dort die Situation auch etwas schwieriger. Wir haben versucht, vor allem auch mit dem Wirtepaket letzte Woche, mit den 500 Millionen auf der einen Seite und Entlastungen auf der anderen Seite hier auch zu unterstützen. Das soll entsprechend natürlich auch für die Hotellerie gelten und soll dort entsprechend auch genutzt werden. Und die Entscheidung, ob Betriebe aufsperren oder noch zulassen, ist natürlich eine ureigenste betriebliche Entscheidung und hängt natürlich sehr stark auch von der Buchungslage ab. Wir sehen, dass es einzelne Regionen gibt, die sich schon sehr guten Buchungen freuen und wo sehr viel Nachfrage herrscht. In anderen wird es noch etwas abgewartet, aber es ist durchaus eben auch ein Soft-Start jetzt für Anfang Juni zu erwarten. Manche Betriebe überlegen sich wirklich konkret erst mit Beginn der Ferien im Juli dann zu öffnen. Vielleicht zu den beiden Fragen, Stichwort Kollektivvertragsverhandlungen respektive Lauda-Motion-Kollektivvertrag. Das Herzstück der Sozialpartnerschaft ist eine gut funktionierende Tarifpartnerschaft und die wird auf KV-Partnerebene gelebt, das heißt in der jeweiligen Branche. Ich mische mich da auch nicht ein. Das ist eine Frage des Fachverbands Luftfahrt, der dort zu klären ist, und die sind in Gesprächen. Zur generellen Frage und Kritik der Gewerkschaft. Es gibt eben diese Kollektivvertragsverhandlungen in den unterschiedlichen Branchen und die Branchen wissen und haben das eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, und das geht eigentlich erfolgreich zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, gezeigt, was die jeweilige Branche braucht, was die Mitarbeiter dort brauchen, was die Betriebe brauchen und haben sich dann dort immer auf sehr gute Abschlüsse auf Augenhöhe geeinigt. War nicht immer einfach, wir wissen das, je nach politischer Konstellation auf Bundesebene mit mehr oder weniger Nebengeräuschen, aber ich habe ein Vertrauen darauf, dass das auf der Branchenebene gelöst wird. Eine Anmerkung nur schon, wir haben eine Vielzahl von Branchen, die haben noch keine vernünftige Fortführungsperspektive, und zwar die Betriebe dort mit ihren Mitarbeitern. Und ich möchte schon daran appellieren, dass auch klar ist, in was für einer schwierigen Situation viele Branchen sind. Ja, manche träumen da in dem Land von warmen Eislutschern, ja, während andere wirklich kämpfen müssen, um überleben zu können. Und denen gilt eigentlich jetzt gerade unser gemeinsames Augenmerk. Ich habe am Vormittag, bevor ich zu unserer Tourismuskonferenz gekommen bin, zum Beispiel mit dem Martin Horvath telefoniert. Das ist der Spitzenvertreter der Busunternehmer. Und der hat mir sehr klar und sehr eindeutig gesagt, wie es den Reisebusunternehmen gibt, weil die haben einfach noch keine Perspektive. Gilt für Hotels in der Stadt, Hotellerie genauso, für Eventveranstalter, für Anbieter im Bereich der gesamten Hochzeiten. Da gibt es vom Brautkleid, der Brautkleidschneiderei bis zum Cateringbetrieb, bis zu den Floristinnen, viele Betriebe, die da leiden. Also ich glaube, unser Hauptaugenmerk muss jetzt darauf gelegt werden, denen wieder eine Perspektive zu geben, die zurück ins Geschäft zu bringen. Und wenn sie zurück im Geschäft sind, können die Mitarbeiter aus der Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit wieder in die normale Beschäftigung gehen, haben wieder ein Geld und können das ausgeben. Ich glaube, das ist der Kreislauf, an dem wir arbeiten müssen, und das tun wir. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Bitte, Entschuldigung. Der Städtetourismus ist ja ein eigenes Problem. Also da kommen ja viele Urlauber weder aus Österreich noch aus Deutschland. Gibt es da ein eigenes Konzept dafür? Da wird es ein eigenes Konzept geben. Wir sind in Kontakt. Die Tourismusministerin, der Präsident der Wirtschaftskammer, Finanzminister und die Wirtschaftsministerin und ich. Und wir wissen natürlich, dass es einige Branchen gibt, die ganz besonders betroffen sind. Das ist der Städtetourismus, der Harald Mahrer hat es aber gerade aufgezählt. Das sind auch andere, von Veranstaltern über Busunternehmer. Und hier müssen wir Konzepte ausarbeiten, wie die durch eine längere Phase der Krise halbwegs gut durchkommen können. Das ist komplex, das ist nicht einfach. Es gibt international noch kein Modell dafür, kein Land der Welt, das so etwas gebaut hat. Insofern gibt es auch keine Blaupause, man kann nicht einfach etwas kopieren. Aber wir sind da in guten Gesprächen auch mit den Branchenvertretern, um hier Lösungen zu finden. Leicht wird die Zeit sicher nicht, sie kann nicht gut werden für diese Unternehmen, aber wir wollen als Republik hier einen Beitrag leisten, dass möglichst viele Betriebe in diesen Branchen diese schwierige Phase überstehen können.
Dankeschön. Bitte. Eine kurze Nachfrage habe ich noch zu den Austrian Airlines. Was glauben Sie denn, wie lange die Verhandlungen noch dauern werden? Geht es da um Tage, Wochen oder gar Monate? Meine zweite Frage ist immer wieder in Diskussionen Urlaubscheck. Jetzt zum Beispiel die Premierministerin von Neuseeland hat in einem Facebook-Video propagiert, eine 4-Tage-Woche, um Urlaube im Land attraktiv zu machen, zu fördern. Gibt es da Ideen, sei es jetzt ein Urlaubscheck oder 4-Tage-Arbeitswoche, irgendwas in der Richtung? Und Herr Präsident Mara, Sie haben, was das Durchtesten betrifft, gesagt, es gibt Pilotregionen, Betriebe. In welchem Intervall sollen Mitarbeiter durchgetestet werden und um wie viele Betriebe geht es da, um wie viele Mitarbeiter geht es da? Und eine letzte Nachfrage noch, im Tourismus sind auch viele EPUs, ungefähr 320.000 haben jetzt in der zweiten Tranche beim Härtefallfonds angefragt um Geld. Wie viele haben Geld schon bekommen und wie viel ist denn da der Durchschnitt? Weil da gibt es unterschiedlichste Gastwirte, sagen, sie haben 50 Euro dafür bekommen. Also wie sind da die Zahlen? Ich darf vielleicht mit den ersten zwei Fragen beginnen. Austrian Airlines, Tage, Wochen, Monate. Monate kann ich ausschließen. Zweite Frage, wie ist es mit dem Urlaub oder was hilft? Ich würde sagen, schauen wir nicht nur auf den Tourismus, sondern nähern wir uns der Frage etwas breiter. Was es generell braucht, ist, dass der Konsum wieder anspringt. Und wir wissen aus den asiatischen Ländern, die vor uns betroffen waren, dass das nicht so leicht ist, dass das dauert, dass das leider Gottes nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen. Und da geht es um zwei Aspekte aus meiner Sicht. Zum Ersten, die Menschen müssen auch Geld haben, um zu konsumieren. Wann haben sie das? Wenn wir möglichst viele Menschen wieder in volle Beschäftigung bringen. Das muss unser oberstes Ziel sein, damit die Menschen genug zum Leben haben, damit sie sich aber auch gewisse Dinge leisten können und die Wirtschaft dadurch wieder anspringt. Und der zweite Punkt ist, die Menschen müssen sich sicher fühlen. Wir müssen es schaffen, dass die Ansteckungszahlen möglichst gering bleiben. Je niedriger die Ansteckungszahlen sind, desto mehr Menschen werden sich wieder nach draußen wagen, werden wieder in Lokale gehen, werden wieder einkaufen gehen, werden auf Urlaub fahren. Und diese zwei Standbeine, die sind es, zum einen die Menschen in Beschäftigung zu haben, damit auch das notwendige Geld da ist, dass es in den Konsum fließen kann. Und zum Zweiten die notwendige Sicherheitssituation zu gewährleisten, damit man das auch wieder mit Freude tun kann. Vielleicht zu den Fragen der Zielsetzung bei den Tests. Wir würden gerne 65.000 als Zahl Anfang Juli in der Lage sein, testen zu können, flächendeckend in ganz Österreich. Es gibt natürlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir werden in einem Art Zwiebelschalenmodell, wenn Sie so wollen, arbeiten. Also die, der Herr Bundeskanzler hat es angesprochen, unser gemeinsames Ziel, die direkt am Gast arbeiten, weil wir die Kapazitäten dafür aufbauen müssen. Das sollen die sein, auf die man sich zuerst fokussiert und wenn mehr Kapazitäten da sind, auch die, die vielleicht im Hotel arbeiten, aber die nicht direkt am Gast arbeiten. Aber wie gesagt, die Kapazitäten müssen geschaffen werden. Das wird Schritt für Schritt mit mehr Maschinen, mehr Reagenzien und mehr Labors, die dann teilnehmen können, aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein guter und auch richtiger Ansatz. Zum Thema Härtefallfonds bitte ich Sie um... Ich unterbreche total ungern, aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit ganz kurz noch einmal auf diesen Punkt richten, weil ich das für ganz entscheidend erachte. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass das funktioniert und dass das möglich ist. In welchem Land der Welt können Sie Urlaub machen und sagen, die Mitarbeiter, mit denen man Kontakt hat, die Kellner, die werden regelmäßig getestet. In welchem Land der Welt wird man das im Sommer sagen können? Es werden ganz wenige Länder sein. Und ich bin froh, dass Österreich da wirklich an der Spitze steht und mit diesem zugegebenermaßen aufwendigen und ambitionierten Konzept ein Maximum an Sicherheit gewährleisten kann. Das ist herausragend. Das wird den Menschen in Österreich Sicherheit geben, das wird aber auch attraktiv sein für viele Gäste aus Deutschland und anderen sicheren Ländern. Es ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal, wenn man so will, im Wettbewerb. Und Sie haben noch den Härtefallfonds angesprochen. Ja, es wird mehrere Regionen geben. Ich weiß schon manche, mit denen man in intensiven Gesprächen ist. Das wird
morgen am Freitag, beziehungsweise am Montag und am Dienstag fixiert und dann, wenn alle fixiert werden, werden wir sagen. Aber es wäre jetzt unfair, das sozusagen vorab zu kommunizieren. Zweite Geschichte, Härtefallfonds, bitte Sie da um 24, 48 Stunden Geduld. Warum? Wir werden auch dazu noch etwas kommunizieren. Wir haben auch jetzt die ganz aktuellen Zahlen uns nochmal gemeinsam angesehen. Nach dem ersten Monat, dem ersten echten sozusagen Antragsmonat zwischen März, April und jetzt April, Mai, wo man gesagt hat, okay, jetzt gibt es dieses erste Monat, dass man sich einmal in der Phase 2 abrechnen kann. Und haben uns die Zahlen gemeinsam angesehen und werden dazu auch noch etwas sagen. Bitte ich Sie aber noch um eine kurze Geduld. Dankeschön. Wenn es weiter keine Fragen gibt, dann herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Feiertag noch. Danke. Danke.